Hey und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Fortnite-Video von mir. Und zwar gucken wir uns heute wieder den täglichen Gegenstandshop an. Wir haben neue Dinge bekommen und die gucken wir uns jetzt natürlich an. Ihr seht es, Server bald wieder vorübergehend offline. Also morgen am 11. wird es um 10 Uhr ein Server, also der Server wird down sein, der wird offline sein. Ihr könnt nicht spielen, aber ich glaube so gegen 11 Uhr sollte der wieder online sein. Aber darum soll es gar nicht gehen. Und zwar soll es heute um den Gegenstandshop gehen. Vorher wollte ich nochmal anmerken, wenn ihr euch günstige PSN-Karten braucht, unten in der Videobeschreibung könnt ihr euch auf jeden Fall günstige PSN-Karten kaufen. Ist natürlich über meinen Link bei MMOGA und ihr kriegt diese Codes innerhalb von 5 Minuten, also auf jeden Fall sehr, sehr zuverlässig. So, dann gucken wir uns direkt den Gegenstandshop an und wir sehen hier die vorgestellten Skins sind natürlich noch die gleichen von gestern, weil sie komplett neu sind, dann bleiben sie immer 2 Tage. So, also habt ihr den Flytrap hier für 2000 noch, den Venusflieger für 1200 V-Bucks und natürlich den Reben, also das Erntewerkzeug für 800 V-Bucks. So, die Battle Pass Stufen, also Sonderangebot, ist immer noch da. Ich check nicht, was Epic Games da machen möchte, aber naja, wir gucken einfach mal weiter. Die Pömpelhacke für 800 V-Bucks, finde ich witzig, hatten wir auch schon des Öfteren im Shop. Dann die Taktikoffizierin, Leute, wer dafür Geld ausgibt, wurde auf jeden Fall definitiv gescammt. So, den Scherbenfeldwebel, den finde ich nice, der erinnert mich ein bisschen an Indiana Jones, also gönnt euch den auf jeden Fall. Für 1200 V-Bucks könnt ihr da auf jeden Fall nichts falsch machen. So, wir gucken direkt weiter, Schrullig für 500 V-Bucks. Und das ist dieser Tanz, der Dame Tokosita Tanz, ihr kennt den wahrscheinlich, dieser Froschtanz, hat jeder bestimmt schon gesehen. Für 500 V-Bucks könnt ihr euch den gönnen. So, dann kommen wir direkt schon zum nächsten und zwar langsames Klatschen. Damit kann man definitiv die Gegner so krass provozieren, wenn die sich irgendwie selber in die Luft gesprengt haben, dann klatscht ihr da einfach und für 200 V-Bucks ist das schon ein ganz lustiges Emote. Ist ungewöhnlich, also jetzt nichts sehr, sehr Seltenes, könnt ihr euch auf jeden Fall gönnen. Das war der Gegenstandshop von heute. Checkt den auf jeden Fall morgen wieder aus. Morgen kriegen wir auch 2 vorgestellte neue Sachen. Ja, deswegen auf jeden Fall aktiv sein. Lasst auf jeden Fall die Glocke da aktiv und ein Abo da. Die Glocke, Leute, definitiv die Glocke ja, aktivieren. Viele von euch kriegen meine Videos als Benachrichtigung nicht. Das ist sehr, sehr ärgerlich und weil ich mir einfach diese Mühe gebe für diese Videos. Deswegen definitiv die Glocke aktivieren, um auf dem neuesten Stand zu bleiben, falls ihr mal die Abo-Box spielen sollte. Und halt, wenn ihr mich unterstützen wollt. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Sage ich ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.